Oh, wie macht man sowas mit dem Warcraft 2 Editor? Da konnte man noch nicht mal triggern. Komisch, komisch. Dann brauchen wir noch einen Arbeiter. Und dann fangen wir mal so ein bisschen an, selber so ein Ding zu bauen. Ein sogenanntes Kaserne. Der Kaserne ist immer vor der Admiral auf der Feld. Hm, das war nicht toll. Aber was soll man aus der Kaserne machen? Da geht ja nicht viel. Es brät keine Döner. Auch wenn manche das eventuell denken von einer Kaserne. Ey, nicht klemmen bleiben. Schön Gold holen. Es gibt ja auch dumme Menschen, aber da muss man nicht näher drauf eingehen. Ich möchte auch keinen meiner Zuschauer als dummen Menschen bezichtigen. Wenn ihr in der Lage wart, dieses Video zu finden, seid ihr anscheinend nicht dumm. Das heißt natürlich nicht, dass die Leute, die es nicht gucken, dumm sind. Aber man braucht ja schon einen gewissen Intelligenzgrad, um ein Video zu finden. Ich brauche mehr Hilfe, glaube ich. Oh Gott, zwei Drachen. Sterbt ihr Drachen. Theoretisch, ich weiß nicht mehr, wie viel Gold da oben war. Wir hatten das ja beim letzten Mal, dass ich das probiert hatte einzunehmen. Theoretisch glaube ich, da sind 250.000 drin gewesen. Das heißt, wir müssen knapp 100 Drachen abwehren. Ich denke mal, wenn wir hier halbwegs gut was aufbauen können, brauchen wir das gar nicht. Dann stopfe ich nämlich einfach Einheiten überall hin und überrenne den. Dann sage ich, ol. Noob. Und dann sagt er, I am no noob. Ich bin kein Nobaldir. Dann sage ich, hey, nein, das machen wir nicht so. Burg. Bin ich mir gerade unsicher, ob ich das jetzt schon brauche. Auf jeden Fall brauche ich hier erstmal noch ein Höfchen. Schmiede ist immer nett. Holz brauchen wir, Gold haben wir erstmal. Kann ja. Was ist er denn? Was ist er denn für eine dreiste Sau? Das ist ja mal richtig dreist. Der hat einen 250.000er Mine und holt sich noch eine. Nee. Da schicke ich jetzt mal meinen Elite-Squad hin. Mit drei Arbeitern. Die reißen das ganze Ding mal ab, bitte. Das kann ja hier so nicht Phase sein, was der da macht. Einfach zu towern, das klappt schon. Das klappt ja in Warcraft 3 auch noch. Was soll er auch machen dagegen? Obwohl, bei Starcraft 2 haben sie es ja jetzt gepackt. Wenn man den da towern die Base baut, dann merkt der Bot das auch. Und dann sagt er sich, nein. Nein, mein Freund. So geht das aber nicht. Das machen wir hier noch so eine Kante, damit notfalls immer zwei Türme schießen können. Dann haben wir das ja auch gedefft. Kann ich ja direkt hier noch ein Haupthaus bauen erstmal. Alles klar. Sie greifen die Stadt an. Plupp, 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 da puffen die Drachen. Er schickt zum Glück immer nur zwei anscheinend. Wir kennen das aus der letzten Mission im Hauptspiel in der Menschenkampagne. Da kamen ja teilweise sechs Drachen auf einmal oder sowas. Das war richtig lustig. Oh ja, das hat richtig viel Spaß gemacht. Nein. Das war im Prinzip das Gegenteil von Spaß. Aber ich habe es geschafft, weil ich den. Nein, ich habe nicht. Ich habe nichts gesagt. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch labern soll. Mir tut der Hals schon ein wenig weh vom Gelaber. Auf jeden Fall haben wir diesen aggressiven Goldabbauversuch erstmal vereitelt. Ich glaube, er hat ein paar tausend oder so geerntet. Ist natürlich wieder die Sache, dass ich die schwarzen Punkte auf meiner Map überhaupt nicht sehe. Der hackt hier fleißig weiter Holz. Ich würde ihm mal erlauben, dass er mit mir kooperiert und mir sein ganzes Vermögen an Holz schickt, weil ich Holz brauche. Wie wir es bereits 10 Millionen Mal hatten.
Anfangs brauchen wir Holz. Später haben wir ohne Ende Holz und brauchen Gold. Toll, oder? Bogenschützen brauche ich ganz viele. Upgrade ich erstmal das. Was soll das? Ja, was soll das? Die laufen ganz schön weit. Ich überlege gerade, ob ich ein neues Hackwerk baue. Kostet zwar ein bisschen, aber ich glaube, das lohnt sich. Wir haben ja ohne Ende Gold, Mann. Da brauchen wir nur noch ein Hackwerk hin. Hackwerk! Hackwerk immer gut sein. Der Hackwerk hackt immer schon vor der Chef. Ich brauche auch mal... Achso, ich baue ja schon eine Burg. Das habe ich jetzt gar nicht realisiert, was ich da gedrückt habe. Ich brauche mal einen Flugapparat, wollte ich schon sagen. Weil dann könnten wir hier mal den Kack erkunden hier oben. Hier, map. Arbeit ausgeführt. Ach, das war das Upgrade. Ich habe mich schon gewundert, warum da so eine Stimme von so einem Öltanker kommt. Stimme von Öltanker. Yeah. Arbeit ausgeführt. Und das nehmen wir mit Elfen Rangers. Ronger. Hallo Drache, tschüss Drache. Hallo Drache, und auch tschüss Drache. Arbeiter. Ja, danke. Alles klar. Was soll das? Und du machst ihn ganz, den machst du auch ganz. Oh, der ist aber down. Die Mine ist gleich weg, das ist sehr schön. Dann holen wir uns nämlich eine neue. Wir können uns das ja jetzt erlauben. Was will er machen? Er kann uns nichts entgegenbringen. So, dann wollen wir die Pümmelwerkstatt mal daran. Hier wird fleißig geschuftet. Dann sieht man, das Hackwerk hat sich rentiert. Das geht jetzt halt viel schneller. Arbeit ausgeführt. Das hier ist so ein See wie in Rise of Nations. Da hat er seine Tanker reingebaut. Beziehungsweise seine Schlachtkreuzer. Dann hat er drei seiner Dinger drin gehabt. Die konnten sich zwar nicht mehr drehen, aber sie konnten auch noch halbwegs schießen. Hat ihm zwar nichts gebracht, weil seine Base in dem Sinne schon weg war. Aber er konnte schießen. Das war ihm wahrscheinlich sehr wichtig. So, was machen wir hier? Langbogen. Das brauchen wir natürlich. Damage. Damage ist gut, Junge. Doom Damage. Mitten ins Face. Einen Stall brauchen wir. Aber erstmal nicht. Wir bauen erstmal noch eine Kaserne. Ein Arbeiter. Ziehen dafür hier einen ab. Wir bauen hier einen Stall. Dann gucken wir mal hier unten. Man kennt's ja. Ich decke ganz gerne die ganze Map auf. Und da haben wir unten erstmal nichts. Davon relativ viel. Wenn ich eine Map mache, ich habe ja jahrelang Warcraft 3 Maps gemacht, dann komme ich mir mal doof vor, wenn ich im Prinzip so ein Gebiet anlege, wo nichts ist, wie hier unten zum Beispiel. Das sieht halt dann leer aus und ist im Prinzip nutzlos, aber es ist da. Dann denke ich mir, was machst du da? Dann überlegt man immer ewig und dann macht man da irgendwas hin. Und dann freut man sich, dass man im Prinzip alles ausgefüllt hat. So, vier Tower, die dürften hier ganz passabel hinpassen. Oh. Hat unser weißer Freund sich aber mal richtig in Unkosten gestürzt und einen Kanonenturm hingesetzt. Ganz rechts an dem Webrand. Das ist natürlich eine erstaunlich gute Verteidigung. Weil in Anbetracht dessen, dass man wahrscheinlich am Anfang der Mission nicht hier lang geht, dann hier runter, hier rum und dann da hoch, ist das sehr nobel, wie er gebaut hat. So, jetzt haut man mit drauf hier. Geht das viel schneller. Das wäre doch Albert Spencer. Wenn Bud Spencer in diesem Spiel wäre, ich glaube, er würde einmal auf die Map schlagen, dann würde alles tot umfallen. Ach, da oben den Kack muss ich auch alles noch wegholzen. Ich habe keinen Bock drauf. Das nehmen wir, ein Schloss nehmen wir. Ich baue nochmal zwei Sonnendinger. Da ist noch ein Sprenger. Sprenger, Kanonenturm.
Hier könnte man natürlich springen. Dann kann man schneller hochlaufen. Aber ich bezweifle, dass das einen sehr guten Kosten-Nutzen-Faktor hat. Weil im Prinzip wäre der dann wahrscheinlich bei Null. Die gelben Dinger haben wieder grüne Punkte auf meiner Map. Sehr geil. Was ist das hier? Was soll das werden? Willst du mir jetzt ein Haupthaus in meine Base bauen unten? Arbeit ausgeführt. Gucken wir, was er macht. Das ist jetzt spannend. Das ist jetzt. Let's follow the peon. Na, so das. Wollt's antäuschen, Junge? Nix ist. Na, das war mir klar, dass du da nicht langläufst in dem Wald. Er geht jetzt nach hier. Jetzt baut er da ein Haupthaus. Ah, das bringt auch total viel. Das ist richtig effektiv, hier so rumzulaufen. Und da vielleicht 200 Gold pro Minute. Hier ist leer. Dann gehen wir nochmal rüber. Ihr seid auffällig. Ja, gut, Sichtweite können wir doch mal gönnen. Magierturm können wir uns mal auch gönnen. Und den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Dann gehst du auch mal noch holzen. Ein Drache verpufft anscheinend immer schon, wenn ich nur die Schussgeräusche höre. Der fliegt dann hier rein, dann hat er direkt 20 Pfeile im Gesicht. Ich glaube, das gefällt dem Schwarzen ganz gut, sonst würde er nicht immer wieder was hier reinschicken. Ach, der Schwarze. Das klang schon wieder so böse. Ich wurde letztens erst als Nazi bezeichnet auf YouTube. Das muss ja nicht jedes Mal sein. Achso, ich muss hier natürlich aufwerten. Sonst bringen mir die Tower nicht viel. Mach mal ein Parallelogramm. Parallelogrammform, Junge. Parallelogramm ist Killer. Ich wette, die meisten kennen den Namen nicht mal. Parallelogramm ist ja so eine Sache, die benutzt man nicht oft. Also den Begriff. Ich glaube, da sagt man ja meistens dann auch mit Raute zu. Auch wenn. Ach scheiß drauf. Unwichtig. Und ihr dürft wieder mithämmern. Ihr seid ja stark. Wenn ihr euch jetzt blockt. So. Oh, Verwandlung hat ein neues Bild für die Map. Kann sein, dass ich es schon mal gesehen habe, aber kann ich mich nicht dran erinnern. Schön Elfen bauen. Mit Level 7 von Rüstung profitieren die ja leider nicht, weil sie kein Schild haben. Das ist sehr schade. Was auch schade ist, dass es keine Einheit gibt mit einer Zweihandwaffe. Das wäre doch voll krass, wenn der Ritter ohne Pferd wären darf, so ein fettes Zweihandschwert hätte. Und einfach alles umgraben würde damit. Er könnte einen Tunnel bauen damit. Das wäre sehr effektiv, weil dann könnten wir uns von hier unten da oben hingraben. Naja, falsch, das waren ja Zerg. Das war ja ein anderes Spiel. Die berühmten Zergritter. Die hatten auch Zweihandschwerter und konnten graben. So, Magier. Hof. Wir wissen ja aus einer der Missionen aus dem Hauptspiel, Mission 11, Menschenkampagne war es, glaube ich, wo wir gegen Alterak gekämpft hatten, der sich oben rechts verbarrikadiert hatte. Daher wissen wir, dass Elfenranger eine unglaublich starke DPS haben, voll upgraded, und damit ihre niedrigen Lebenspunkte relativ gut kompensieren in größeren Massen. Wir verpuffen schon wieder Drachen. Was kann ich tun? So, das hier noch reparieren. Was soll das? Hallo, alles zack. Klar. Zack. Zack. Das ist nicht schön da oben. Das ist ein Cut-Off. So, das gibt's ja hier auch beim Map-Making. Das gibt's nicht nur bei Mario-Hacken. Oh mein Gott, wir sind kein Mario-Hacks. Jetzt ist mein Weltbild zusammengebrochen. So, jetzt ist nur noch die Base vom Schwarzen hier versteckt. Für mich ist im Prinzip alles versteckt, weil ich den Gelben auch auf dem Map nahezu gar nicht erkennen kann. Aber wir schicken erstmal die ganz angeschlagene Kacke da hoch. Schicken wir hier entlang. Hm.